1782 wurde das Kloster St. Paul aufgehoben. Die Bibliothek kam in die heutige Universitätsbibliothek Klagenfurt. 1809 kam es zu einer Neubesiedelung durch Benediktiner aus St. Blasien im Schwarzwald. Sie brachten die Gebeine von 14 habsburgischen Familienmitgliedern, zahlreiche Kunstschätze und die überaus reiche Klosterbibliothek nach Kärnten. Damit war St. Paul nach der Wiederbesiedelung prunkvoller ausgestattet als zuvor. Zu den Ausbauten der Barockzeit gehörte auch der Westflügel. An der Südwestecke ist gleich neben der Wohnung des Abtes der Bibliothekssaal errichtet worden. Auftraggeber war Abt Albert Reichardt, der auch an der Benediktiner-Universität Salzburg lehrte und ein Geschichtswerk namens Breviarium Historiae Carinthiacae verfasste. Er wurde dazu von Johann Weichard Walvasor ermuntert, der bedeutende Beschreibungen von Krain und Kärnten verfasst hat. Der Bibliotheksraum, der Hemisphärensaal, ist nicht groß, 15 Meter lang und 8 Meter breit. 2009 wurde die Bibliothek in einem klimatisierten Raum im Kellergeschoss untergebracht, womit nach Jahrhunderten die Decke zu ihrem Gewicht kommt. Sie wurde vom einheimischen Maler Wolfgang Bernhard Feldner mit Fresken gestaltet. Thema ist das Himmelsgewölbe. Feldner stellte dabei die östliche und die westliche Himmelssphäre, also vielleicht den alten Kontinent und die neue Welt, gegenüber. Betrachtet man die Fresken, so ergibt sich die Darstellung eines Himmelsglobus. Der Äquator ist mit einer rot-weißen Linie sehr deutlich zu sehen. Dazu der nördliche und der südliche Wendekreis sowie der arktische und antarktische Polarkreis. Deutlich markiert ist auch mit grün-weiß die Ekliptik, also die scheinbare Bahn der Sonne durch die Jahreszeiten. Es fällt auf, dass die Übertragung der Sterne überaus präzise erfolgte, sogar die Milchstraße ist als gelber Streifen dargestellt. In den Deckenecken fallen vier männliche Figuren auf, die im Jahreslauf altern und mit den Tierkreiszeichen korrespondieren: Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Sie stehen zugleich für die Jahreszeiten. Der Maler scheint hier nicht ohne Vorbilder gearbeitet zu haben. Abt Albert Reichardt war ein gebildeter und weit gereister Mann. Unter anderem kam er auch mehrfach nach Rom, wo sich dezidierte Vorbilder für St. Paul im Palazzo Farnese und der Vatikanischen Sala Bologna befinden. Diese sind in der Zeit der Renaissance entstanden, was auch das Renaissancehafte der St. Pauler Darstellungen erklären könnte. Das konkrete Vorbild des Malers für die Position der Sterne wird natürlich ein Himmelsatlas gewesen sein, der in der frühen Neuzeit über dem Buchhandel erwerbbar war. Die Darstellung der Hemisphären in einer Bibliothek drückt den hohen Status der Wissenschaften, insbesondere der Astronomie, aus.